Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt hier auf dem Kanal. Wir schauen uns heute Railbound mal an. Das ist ein Puzzle-Gelegenheitsspiel für zwischendurch. Und um was geht's da? Ja, wir haben hier eine Lokomotive und wir haben hier Wagen und die müssen wir zur Lokomotive bringen. Das ist jetzt die allererste Mission, da wird ja gezeigt, wie man das halt macht. Bei Drag and Drop einfach die Gleise verlegen und dann einfach mal auf Play drücken und zum Schauen, ob es funktioniert. Das Spielprinzip ist ein bisschen ähnlich wie diese Bridge-Builder-Spiele, wo man dann halt versucht, diese Brücke zu bauen und dann lässt man das Fahrzeug drüber fahren, schauen, ob es funktioniert. Was das Spiel da in der Hinsicht ein bisschen anders macht, ist, dass dann hier noch mehr Wagen dazukommen und unterschiedliche Gleistypen. Bei den Wagen wird es dann noch speziell. Wir haben dann Wagen mit 1, 2 und 3, vielleicht kommt es dann eh gleich auch mal, wo wir dann schauen müssen, dass die dann in der richtigen Reihenfolge da rankommen. Das ist jetzt alles noch super einfach. Das ist einfach nur Tutorial. Da zum Beispiel, dass wir hier auch Sachen noch löschen können. Da gehen wir jetzt einfach mal schnell durch. Also das ist vielleicht nicht unbedingt ein Spiel, was man jetzt primär spielt. Eventuell einfach gerade, wenn es gerade ein bisschen langweilig ist oder wenn man gerade irgendwas anschaut. Und auf was warten muss. Das ist ja eben ein Puzzlespiel für zwischendurch, wenn wir es ja schon ein paar Mal angeschaut haben. So, einmal da verbinden. So, das ist jetzt alles noch nicht spannend. Das ist alles noch Tutorial. Stage 1 und jetzt haben wir zwei Wagen. Und der muss natürlich als erstes ran und dann eher der zweite. Und das müsste vom Weg hier auch so passen. Genau, erster kommt hin, zweiter kommt hinterher. Und das gleiche Prinzip hier auch nochmal. Und wenn die Gleise so sind, mit dem dunklen Holz, dann können wir da nichts verändern. Wir können das nur mit dem hellen hier machen. So, auch das. Wunderbar geklappt. So, damit der Erste als erstes hier reinkommt, der fährt dann so hinein. Und der fährt dann unten rein und dann sollte das passen. Perfekt. So. Das ist auch einfach. Der fährt dann einfach hinterher rein. Das ist einfach nur momentan einfach Kennenlernphase hier. So, damit der als erstes reinkommt, machen wir das Ganze hier so. So, wir haben auch keine Gleise mehr. Ein bisschen empty. Aber auch easy enough. Okay, Nummer 1. Machst den direkten Weg. Du fährst dann... Oh, nee, das geht so nicht. Dann machen wir das halt so. Das müsste eigentlich gehen. Perfekt. Okay. Der geht auch zu. Ja, wunderbar. So, dann müsste dann die erste Stage... Ah, okay, jetzt haben wir dann drei Wagen. Der erste muss natürlich als erstes da sein. Machst einen direkten Weg, dann kommt der zweite. Fährt dann so rein und Nummer 3. So, probieren wir es mal aus. Ah, perfekt. Okay, ja, das ist auch noch so ein Ding, was man zwischen den Stages hier bekommt. Man schaltet hier so eine, ja, diese Bilder frei. Ich glaube, das soll dann auch eine Story erzählen. Weil wenn wir dann hier weitergehen, dann hat es hier mehr von den ganzen Sachen. Also ich glaube, das ist schon eine Story, die hier erzählt wird. Und es hat hier einige Stages und Zusatzlevel. Wobei, da frage ich mich, warum hat man die nicht gleich direkt verknüpft? Naja. Okay, wir machen mit Stage 2 weiter. Kommt jetzt noch ein Tunnel mit dazu. Ja, easy. Die Frage ist, muss ich den Tunnel nutzen oder kann ich einfach... Ja, ich muss den Tunnel irgendwie nutzen. Ja, okay. Weil mir die Gleise fehlen. Das müsste eigentlich auch recht einfach sein.
Wir fahren einfach so. Ja. Auch da gab es jetzt wieder ein Zusatzlevel. Ah, das ist jetzt schon interessanter. Ja, aber das Ganze geht so jetzt nicht auf. Ja, da fehlt es auch an Gleisen. I see. Ja, so müsste es gehen. Ja, das habe ich jetzt initial gar nicht mal gedacht. Eins fährt da rein, kommt da wieder raus, fährt da wieder rein und... Oh, nee, Moment. Jetzt geht's nach Farben. Also der 1er kommt hier rein, kommt da so rein und der 2er... Probieren wir jetzt einfach mal, was passiert. Ja, okay. Die küssen sich da. Okay, wie könnte man das jetzt schlauerweise machen? Ah, ich habe eine Idee. Nee, ich habe da keine Gleise mehr für das Ganze. Warum macht man das nicht einfach so? Also er kommt dann da rein. So müsste es gehen, oder? Ja, okay. Einfach nicht kompliziert denken. Okay, der wird offensichtlich mal hier reinfahren und kommt dann da wieder raus. Und du fährst... Ah, ja, nein, das geht so nicht. So vielleicht? Mal probieren. Jo, perfekt. Ich würde sagen... Eigentlich müsste es ja egal sein. Und dann so, der fährt dann hier. Ja, okay, das muss passen. Perfekto. Und 3. Ah, aber 1 steht jetzt so mega blöd. Wenn ich das jetzt so mache. Ah, shit. Wie kriege ich jetzt... Ich habe jetzt noch 2 Gleise. Wie kriege ich den 3er Deutsch schlau rein? Nee, das wird so nicht aufgehen. Ja. Die hauen sich da. Wie... Moment mal, kann der denn rückwärts fahren? Nee. Das geht nicht auf. Ah, ich habe eine Idee. Okay, und der 3er. So müsste es gehen. Perfekt. Ja, das ist eigentlich so ähnlich wie das Super Meat Boy Game. Ideal für zwischendurch. Nummer 2 fährt dann so. Und Nummer 3 macht es dann so. Müsste dann so genauso aufgehen. Ja, perfekt. Und das nächste Bild. Ja, ist wirklich eine Story. Ich würde sagen, wir schauen uns mal... So eine Bonus-Ding an. Was also sieht, machen wir mal 27A. Oh. Das ist. Ne, Moment, wir machen das so. Na, das ist, glaube ich, nicht so schlau.
Wir verbinden es so. Der Zweier. Muss eigentlich so fahren. Kommt dann so rein. Nee, das geht dann mit dem Dreier wiederum nicht auf. Der Dreier muss so fahren, kommt dann da raus. Das geht nicht. Zwei kommt dann. Ha, interesting. Also der Einser fährt dann da so, kommt da raus. Die würden sich aber kollidieren. Das geht so nicht. So, ob jetzt mit einem Einser passen. Der Zweier. Ich weiß halt nicht, was mit der Nummer 3 mache. Mit der 1er mache ich das schon mal so. 1er kommt dann hier rein. 2. Was ist, wenn du... so fährst. Ja, das passt wieder von den Gleisen nicht. Ich konnte auch leider nicht rüber. Eine Dreierweiche kann ich auch nicht machen. Was ist die Lösung von dem Ganzen? Ich muss den Zweier irgendwie hinter den Einser schicken. Aber das Blaue wird jetzt hier auch nicht passen. Okay, ich muss mal ganz kurz nachdenken. Ich mache mal ganz kurz Pause für euch und bin dann gleich wieder da. Okay, da bin ich wieder mit der Lösung und ich war gar nicht mal so weit weg davon. Also nach da unten, das war schon mal richtig. Nachdem es der erste Wagen ist, muss er da oben raus. Und dann hätte ich mir die Versetzt-Kombo hier nochmal geben müssen. Der zweite fährt nach rechts, kommt dann hier rein, fährt dem ersten hinterher und der Dreier hier rein und macht dann das gleiche vom Zweier. Es wäre gar nicht mal so schwer gewesen. Und so funktioniert es dann auch. Sehr wieder. Hätte man das auch mal geschafft. Okay, also es wird schon spannend. Gleiches Spiel hier nochmal. Ich würde sagen, da machen wir es jetzt genau umgekehrt. 3 fährt da rein. Nee, Moment mal. Wir machen das so. Das geht. Kann ich dich? Nee, das geht so nicht. Wie schicke ich dich denn jetzt am blödsten dahin? Ja, dann bleibt noch der hier über. Probieren wir das mal so. Ja, das hat nicht funktioniert. Na, das kann so nicht funktionieren, weil dann der Einser... Moment, nochmal ganz kurz anschauen. Nee, der Zweier fährt halt einfach da komplett durch. Der ist da viel schneller als wie der Einser. Wie kann ich dich am blödesten ausbremsen? Ah, das ist so blöd, dass ich da keine Dreierweiche machen kann.
Wenn der Zweier jetzt hier reinfährt, dann kommt er hier wieder raus. Nee, das wird sich auch nicht ausgehen, oder? Ja, nee, die knutschen sich da. Und er kommt dann auch nicht mehr weiter. Lieber Zweier, was mache ich mit dir? Irgendwas, wo ich die ganzen Gleise hier so brauche. Moment, was ist, wenn wir das umgekehrt machen? Wenn du dann hier so reinfährst, kommst dann hier wieder raus. Ah, das geht aber dann mit dem nicht mehr auf. Wer fährt dann hier rein? Die zwei knutschen sich. Da wird sich eins und zwei so knutschen. Alles nochmal löschen hier. Wie kriege ich den Einser am schnellsten nach da oben? Eigentlich ist ja egal, welche von dem ich hier nutze. Ich muss mal davon ausgehen, dass er jetzt einfach mal direkt nach da oben fährt. So machen. Ah, shit. Ah, gar nicht mehr so weit weg. Ja, wenn ich jetzt das so nach unten machen könnte, dann hätte ich jetzt meine Lösung. Oder... kommt der Dreier zuerst. Ich brauche den zweiten Tunnel. Wie kriege ich zwei mehr ausgebremst? Das macht auch wenig Sinn. Fährt er da im Kreis hier drum und geradeaus fahren bringt halt auch nichts. Macht so eine Config Sinn, wenn du dann da reinfährst? Nee, das macht keinen Sinn. Ich sehe es irgendwie nicht. Wie kriege ich die Nummer 2 ausgebremst? So macht es ja keinen Sinn. Ja, da ist die Dreier zuerst mit der Config. Was ist, wenn man... sowas in der Richtung machen? Nee, 3 zuerst. Ich seh's nicht, ich seh's nicht. Okay, zwecks Review werde ich mal ganz kurz die Lösung angucken. Ich weiß, das ist nicht der Sinn von dem Spiel, aber ich schau mal ganz kurz. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder und ich wäre der Lösung so nahe gewesen. Ich muss tatsächlich den braunen Tunnel da als ersten Exit nutzen. Also sprich, die Weiche da, genau andersrum. Der Einser fährt dann so lang und fährt dann hier wieder raus. Der Zweier fährt hier runter, wie angedacht. Aber er fährt dann so und fährt dann genau den gleichen Pfad wie der Einser. Und der Dreier kommt dann von da unten raus und macht genau das Gleiche. Also... es hätte nicht viel gefehlt. Und so passt das Ganze dann. Einmal mit Profis arbeiten. Okay, das waren die Zusatzlevel.
Dann gehen wir mal auf Stage 3, würde ich sagen. Okay, das ist neu. Schranken. Vermutlich geht die Schranke genau dann auf, wenn der da drüber fährt, oder? Okay, das könnte noch praktisch sein mit der Schranke. Der Zweier fährt zuerst drüber. Das muss mal offensichtlich so gehen. 2, 1, 0. Hätte man gesagt, so. Okay. Ob dann auch nur Signale kommen werden? Wie genau? Hä? Also die Weiche lässt sich nicht verändern. Ich muss hier runterfahren. Oh, warte mal. Wenn der jetzt da reinkracht, fährt er damit rückwärts? Nee. Mal was probieren. Nee, er fährt dann auch nicht mehr rückwärts. Der fährt dann hier so rein, dreht mal wieder, kommt dann da wieder durch und er... Oh, Moment mal. Vielleicht geht's ja gerade so. Okay, oh, das geht dann auch wieder zu, wenn er nochmal drüber fährt. Alles klar. Also der Einser fährt drüber. Hat dann freies Geleit. Mal sagen, so. Ja, nee, aber dann tut sie sich da knutschen. Ich habe ein Gleis noch über. Ah, ich glaube, ich denke hier ein bisschen zu kompliziert. So, er fährt drüber, geht auf, geht wieder zu, bleibt dann stehen. Da kommt die 2. So vielleicht? Ja, okay, perfekt. Nicht schlecht vom... Oha. Okay, lass mich raten. Wenn ich jetzt hier rauf fahre, dann gehen beide zu. Aber er geht auf. Nee. Das geht so nicht auf. Wie kann ich da die zweite Schranke nutzen? Es bringt mir nichts, wenn der Zweier da hinterherfährt, weil dann ist dann alles so. Der Zweier muss nochmal irgendwie da so runterkommen. Moment, was ist, wenn ich da ein bisschen mehr Abstand habe? Nee, das bringt's auch nicht. Wie kriege ich das hin, dass der da nochmal runterfährt? Ja,
Ja, da bleibt hier stehen oder Zweier kommt nicht runter. Mal ganz kurz was testen. Ja, nee. So, auch nicht. Weil da werden sie sich auch wieder knutschen. Ich habe da nur zwei frei. Wie kriege ich den Zweier darunter, ohne dass der Einser abgelenkt ist? Wie kann ich da mit der zweiten Schranke arbeiten? Ha. Oder brauche ich die gar nicht? Das muss doch irgendwie so aussehen. Mit einer Doppelschleife. Nee. Nee. Auch nicht. Nochmal alles löschen. So oder so fährst du darüber, aber ich habe da unten auch nochmal Platz. Ding ist, wenn der Zweier nochmal drüber fährt. Mal ganz kurz schauen, was passiert. Ja, nee, die sagen sich da Hallo. Und da kann ich aber auch wieder nicht zurück, wenn man. Es macht alles so gar keinen Sinn. Ja, genau, das sind sie dann verkehrt herum. Wie kann ich den Zwei dazu bewegen, dass du wieder runterfährst? Ich habe ein Gleis noch. Oh, Moment. Ja, dann ist der Zweier zuerst. Warte mal, noch ganz kurz beobachten. Einser darf da nicht nochmal drüber fahren. So sagen sie sich wieder Hallo und mit dem Kreis fahren. Ah. Bin gerade wirklich überfragt. Der Ansatz gefällt mir halt schon irgendwie, aber ist irgendwie sinnbefrei. Ah, Moment. Okay, so kriege ich den ersten Wagen wieder rein. Der erste macht zu und wieder auf. Und Wagen Nummer 2. Wie könnte ich sagen? Ah, ja, wow. Okay, nicht so kompliziert denken. Alles klar. Okay, das glaube ich sollte mal recht einfach sein. Oder auch nicht. Sowas geht natürlich nicht. Wenn er da reinfährt, geht die Schranke auf. Warte mal ganz kurz, schauen, was passiert. Ja, steht dann an. Wie kriegen wir da den zweiten hier nochmal gedreht?
Ja, das bringt sich ja auch nicht. Also das kann gar nicht funktionieren. Was ist, wenn der Zweier hier eine Schleife macht? Irgendwie so. Und der Einser fährt so. Ja, das bringt mir dann auch wieder nichts, weil dann... Oh. Das hat funktioniert. Nur, dass die jetzt umgekehrt sind. Moment. Das mal kurz angucken. Nochmal drehen. Nee, dann ist der Zweier zuerst. So wäre es halt nur im Kreis fahren. Der Ansatz ist nicht schlecht. Er fährt rüber, Schranke geht auf. So. Nee, weil dann fährt der Zweier wieder so runter. Ja, dann waren sie da im Kreis. Zweier darf so auch nicht zuerst fahren. Was übersehe ich da? Also fährt los, fährt rein. Wie könnte man... Das wäre irgendwie eine geile Solution, aber da komme ich halt mit Nummer 2 nicht wieder rein. Also die Weiche muss so stehen. Außer... Eins vor drauf geht. Beide gehen auf. Mal ganz kurz probieren. Nee, die schauen sich dann beide an. Is not the solution. Ah, okay. I think I see it. So. Okay, ich hab's hingekriegt. Ah, und jetzt haben wir da auch noch unterschiedliche Farben von dem Ganzen. Also er fährt auf 1 drüber. Die gehen dann beide Schranken auf. Hätte mir gesagt, das macht man mal so. Na, das geht sich nicht aus. Was passiert, wenn man das so macht? Ja, okay, dann geht es natürlich doch nicht weiter. Und er kommt dann da nicht wieder rein. Da fehlt es mal an einem Gleis. Ja, und da schauen sie sich dann an. Wie kriegen wir da beide rein? Ja, warte mal, so vielleicht. Genau, er macht nochmal den Dreh. Okay. Ja, das Spiel hat's in sich. Okay, wir haben dann gleich 3 Schranken, 3 Farben.
Ja gut, das müsste dann so sein, dann gelb und dann rot und dann hier rein. Okay, das ist, glaube ich, simple enough. Sagte er und ist am Verzweifeln. Okay, ja, es hat schon was. Es soll ja nur ein angezockt bleiben, damit ihr mal einen Einblick habt, wie das Spiel so ist. Für 15 Geld gibt es das auf Steam. Link hat es in der Videobeschreibung, wenn euch das interessiert und euch das holen wollt. Ich glaube ja, zwischendrin, um mal ein bisschen das Hirn zu trainieren, glaube ich, schaut jetzt nicht. Ich glaube, ich werde es noch ein bisschen für mich weiterspielen. Hat was. Aber die Super Meat Boy-Variante von Tetris, ich sag mal ein bisschen mehr zu. Naja, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Puzzle lösen. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.